Man kann ja aus allerhand Materialien irgendwelche Dinge machen. Zum Beispiel aus Läufern einen Lampenschirm. Und genau das machen wir heute. Ich habe letztens diesen wundervollen Läufer hier aus Sisal entdeckt. Der ist nicht so breit, dafür aber ein bisschen länger. Und diese Form hat mich tatsächlich dazu inspiriert, daraus einen Lampenschirm zu machen. Und ihr wisst ja gerade, wenn man zum Beispiel im Boho-Trend oder im Scandi oder auch Japandi-Style einrichten möchte, was ja sehr beliebte Stile im Moment sind, kann man sehr, sehr gut mit solchen Materialien arbeiten. Ich habe jetzt diesen schönen Teppich einfach mal mitgenommen und einen ganz alten Lampenschirm auseinandergenommen. Der war schon nicht mehr so schön. Außerdem habe ich hier so verschiedene Bänder. Ich wollte das mal ausprobieren, entweder mit so einem Jute-Seil oder aber mit einem Papierdraht, also mit einem altpapierumwickelten Draht. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das ist auch viel leichter zum Einfädeln, aber ich habe mir das trotzdem hier besorgt, falls es nicht klappt. Manchmal hat man ja bei einem DIY auch kleine Fails, kann passieren. Und im Anschluss natürlich einen Baldachin bzw. ein Lampenanschluss, den kann man auch fertig kaufen, den muss man jetzt nicht unbedingt selber machen. Man kann natürlich hierbei immer dieses Kabel umwickeln, aber ich habe es schon mal in einem anderen Video gesagt, gerade wenn die Wände und die Decke weiß sind, finde ich das ganz toll, wenn sich dieses Kabel und auch das Baldachin hier einfach zurücknehmen und deswegen lasse ich die jetzt erstmal weiß. Ich arbeite mit dem Draht und was ich jetzt erstmal mache, ist ungefähr in einer Höhe von circa 10 cm hier vom oberen Ende fange ich an, mein Draht einzufädeln und ich fange innen an, nicht außen, damit man hinterher die Verbindung, wo man beide Ecken miteinander verbindet, einfach ein bisschen schöner hinkriegen kann, das Ganze so ein bisschen unsichtbarer ist. So, erstmal ziehe ich ein bisschen was durch, dass ich ein bisschen Luft habe zum Arbeiten, aber ich schneide es noch nicht ab. Ich gucke mal, wie viel ich brauche. Also länger als der Teppich wird es natürlich nicht sein, denn ich möchte es zusammenraffen. Also wie ein Faltenrock zum Beispiel. So, das scheitert schon gleich. Guck mal, weil die Spitze nicht so scharf ist. Das kann man ruhig mal anschneiden. Also ich versuche das beim Einfädeln auf der sichtbaren Seite relativ klein zu lassen. So, bevor ich hier mit dem nächsten rauskomme aus der Fläche, lasse ich jetzt aber ein bisschen mehr Platz, also ruhig so, weil ich möchte große Falten haben. Deswegen lasse ich wirklich so gute circa 12 bis 15 cm Platz. Schaut mal, hier war der erste, hier ist der zweite. So, und jetzt seht ihr gleich schon, wenn ich das nämlich schon anziehe, würde schon die erste Falte entstehen. Sieht man das? Das sieht man gleich noch viel besser. Ich mache mal weiter. So, jetzt habe ich meinen Papierdraht da durchgefädelt und jetzt kann man das mal so ein bisschen ziehen. Ihr seht das schon, wenn ich hier von der einen Seite das so ein bisschen mit der Hand weiterschiebe, hier die Faltelung. Im Grunde ist es auch so ein bisschen wie wenn man eine Gardine faltet. Nicht nur einen Rock, sondern auch eine Gardine. Das könnte man auch als Vergleich nehmen. So, reden und machen, nicht so leicht. Wer hat gesagt, dass alle Frauen multitasking können? So. Und ihr seht schon, was für eine Form das hat. Und ich möchte auch, dass es so ein bisschen ungerade ist, dass es nicht so ganz ordentlich ist, dass es so ein bisschen mehr, ja, so eine gewisse Wildheit hat. So, und ihr seht, das ist jetzt einfach wie so ein Korb. Und ich würde das jetzt hier auf der Seite miteinander verbinden. So, vielleicht noch ein bisschen mehr spannen, weil ich habe ja hier diesen Lampenschirm und den möchte ich gerne von hier unten einfach quasi durchfädeln. Na? So. Und deswegen darf das hier oben nicht zu breit sein, sonst fällt das hier so raus, kann es rausfallen. Aber so müsste es eigentlich ganz gut gehen. Ja?
Genau, also ihr merkt schon, das Licht wird ein bisschen schummeriger werden. Das ist ja generell bei diesen Bastleuchten bzw. bei Leuchten, die ein sehr dickes Gewebe haben, so dass es eher ein punktuelles Licht nach unten ist und das Licht durch das Gewebe nur so ganz fein durchscheint. Aber das ist ganz schön. Gerade im Boho mag man ja auch gerne ein etwas schummeriges Licht, nicht zu hell am Abend. Das soll ja ruhig ein bisschen mehr Gemütlichkeit darstellen. Deswegen passt es ganz gut für all diejenigen, die sagen, mir ist mir zu wenig Licht. Ihr könnt die Leuchtquelle auch ziemlich weit unten ansetzen, sodass sie gerade hier unten nicht so in der Mitte ist, sondern ein bisschen weiter raus ist, sodass man vielleicht sogar die Glühbirne sieht. Dann würdet ihr noch ein bisschen mehr Licht haben. So, das kann man jetzt hier abschneiden, dass hier was zu viel ist. Mein Baldachin ist jetzt so ein Baldachin, was hier auch so eine Verbindung hat. Die kann man hier so aufdrehen. Warum hat man die? Damit man das hier an diesen Lampenschirm dran machen kann. Dann hat das auch nicht so viel Zug. Das ist eigentlich ganz gut. Ich habe diese Holzkugel hier schon draufgepackt. Die würde ich hier noch weiterführen. So, drei Stück. Ich fand das immer ein bisschen schönerer Abschluss, wenn da oben noch mal ein bisschen was passiert. So, ihr seht das. Zack. Und wenn euch das hier zu viel ist, was man hier sieht, dann kann man das hier noch ein bisschen enger spannen. Ich würde das gerne nachspannen, wenn ich das an die Decke gehängt habe. Jetzt verbinde ich noch eben die restlichen Sachen hier von meinem Kabel, also quasi einmal das Baldachin. Und anschließend auch nochmal hier die Verbindung zur Stromquelle. So. Das sieht man ja hinterher nicht. Ich zeige euch das jetzt mal so von Hand. Aber gleich seht ihr das natürlich nochmal gehängt und schön dekoriert mit drumherum. Alles picobello. Für all diejenigen, die sagen, oh nee, das zieht man mir jetzt ein bisschen zu sehr. Also wie gesagt, entweder enger spannen, dann sieht man es nicht. Oder aber, wenn man sagt, ich möchte eigentlich auch von hier oben noch, dass es so ein bisschen luftiger ist, weil dann sieht der Lampenschirm auch ein bisschen breiter aus, dann kann man das hier jetzt sehr gut mit dieser Kordel hier nochmal so schön um das Weiße herumwickeln. Es gibt aber auch schon in verschiedenen Geschäften ganz, ganz tolle andere Lampenaufhängungen, die zum Beispiel einen Messingkopf oder ein Messinggewinde haben, beziehungsweise sogar eins aus Holz oder aus Terrazzo, habe ich letztens gesehen. Fand ich auch ganz toll. Würde hier auch ganz süß aussehen. Ich mache das jetzt hier aus diesem Jute-Material, weil ich das so ein bisschen Ton in Ton haben möchte und keine farblichen Kontraste haben möchte. Schaut mal, so sieht es jetzt aus. Voila. Oh. Das muss ich noch festmachen. Und so sieht's aus. Das war heute unsere Lampe aus einem Sisalteppich. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich wieder über ein Abo und einen Daumen hoch natürlich. Und wenn du magst, sehen wir uns beim nächsten Video einfach wieder. Bis dahin, frohes Schaffen. Tschüss.